Fangen wir jetzt endlich an. Es ist Montag, kurz vor 12 Uhr und in gut 130 Minuten, pünktlich um 14.10 Uhr, wird er starten Richtung Asien. Dabei ist er kaum aufgeregt. Flüge dieser Art zählen für Ernst Vatter, Jahrgang 29, verheiratet, 4 Kinder, fast schon zum Alltäglichen. Seit gut 20 Jahren ist er unterwegs in Sachen Mission. Als Missionsinspektor, so eine Art Reisender Gottes. Doch dazu später. Denn zuerst einmal der übliche Check-in, Zollkontrolle und so weiter. Die Boeing 747 der Hongkong-Gesellschaft Cathay Pacific steht am Gate B45 bereit. Letzte Vorbereitungen für Flug CX-288. Es bleiben noch 55 Minuten bis zum Start. Es sind etwa 20 Jahre, seit ich die Flugreisen mache. Und am Anfang war es ganz toll, neue Länder, neue Leute. Diese exotischen Gefühle haben sich abgebaut. Ich reise gern, weil ich weiß, meine Missionare warten auf den Besuch, sie warten auf die Gemeinschaft. Gleichzeitig weiß ich auch, dass heute nicht von der Zentrale aus auch einheimischen Mitarbeitern Befehle gegeben werden können. Man muss zusammensitzen, die Dinge bereden. So reise ich. Auf dem Platz laufen derweil die Triebwerke des Jumbo-Jets warm. Wenn alles planmäßig läuft, wird die Maschine in 12 Stunden Hongkong erreichen. Das sind rund 11.000 Kilometer. Dabei die UdSSR, Afghanistan, Indien und China überqueren. Dazwischen liegen eine Nacht und die Zeitverschiebung von 6 Stunden. Doch bis zum Start sind es noch 18 Minuten und damit Zeit für einen Blick nach Bad Liebenzell, der Heimat von Ernst Vatter. Die Schwarzwaldgemeinde fungiert bereits seit 1901 als Namensgeber für die Missionsgesellschaft, die vor 90 Jahren als deutscher Zweig der China-Inland-Mission in Hamburg gegründet wurde und 2 Jahre später aus Platzgründen nach Bad Liebenzell umziehen musste. Mit ihren 180 Missionaren zählt die Liebenzeller Mission heute zu den größten protestantischen Missionswerken im deutschsprachigen Raum. Hinzu kommt der Liebenzeller Gemeinschaftsverband mit rund 410 eigenständigen Gemeinschaften innerhalb der Landeskirche. Für Ernst Vatter sind Bad Liebenzell und die Mission seit 1947 Heimat und Auftrag zugleich. Als eines von 6 Kindern, 1929 in Gönningen bei Reutlingen geboren, kam der Sohn des Samenhändlers Viktor Vatter nach dem Krieg zur theologischen Ausbildung nach Bad Liebenzell. Anschließend wurde er 1952 als Missionar nach Japan ausgesandt und 1968 zum Missionsinspektor und Leiter der äußeren Missionsarbeit berufen. Das hat man Kopienmacher für Bruder Recht gemacht, wegen der Finanzen. Ja. Und es kam dann da dazu. Ja. Mhm. Viele sagen immer wieder, Herr Vater, so schön wie Sie möchte ich es auch mal haben. Kostenlos rund um die Welt, das heißt, Sie brauchen es gar nicht privat zahlen. Als ob meine Arbeit in erster Linie im Reisen bestehen würde. Meine Arbeit besteht in erster Linie in viel, viel Kleinkram. Am Schreibtisch. Und ich muss sagen, das ist eigentlich das Beschwerlichste für mich. Besonders wenn die Sonne scheint. Oder wenn ich die Möglichkeit hätte, Dienste zu tun, Verkündigung, was ich viel lieber machen würde. Aber es ist ja klar, bei so vielen Missionaren kommt eine ganze Menge Post. Und interessant ist, Missionare schreiben ganz selten, wenn es ihnen gut geht. Die Post ist zu 90% mit Anliegen, mit Problemen, mit Fragen beladen. Ab und zu ist auch ein reiner Freudenbrief, aber die sind wirklich manchmal in der Woche an einer Hand zu zählen. Da sich viele drängende Fragen und grundsätzliche Entscheidungen nur in persönlichen Gesprächen klären lassen, ist Ernst Vatter in jedem Jahr für mehrere Wochen auf den einzelnen Missionsfeldern unterwegs. Die Pazifischen Inseln, Japan, Taiwan, Neuguinea, Bangladesch, Afrika und Amerika stehen turnusmäßig auf seinem Reiseplan. Eine Aufgabe,
die der mittlerweile 60-jährige Missionsinspektor zuweilen mehr als Belastung, denn als willkommenes Abenteuer empfindet. Ach, guten Morgen, Bruder Vater. Ja, guten Morgen, ist gut. Bei uns ist jetzt abends. Wie viel haben wir denn jetzt? 10 nach 5. Für die bevorstehende Inspektionsreise nach Japan und Taiwan sind 2 Wochen kalkuliert. Eigentlich zu kurz für die vielfältigen Fragen, die bereits längere Zeit zur Entscheidung anstehen. In Japan geht es dieses Mal um die Zukunft des einheimischen Gemeindeverbandes. Eine Missionskonferenz, Besprechungen, Sitzungen und persönliche Gespräche stehen auf dem Programm, das von den jeweiligen Missionaren vorbereitet wird, zum Beispiel von Karl-Heinz Kress in Tsukuba in der Nähe von Tokio. Grüß an alle. Und sag schon Grüße an deine Frau. Also, gute Reise. Wiederhören. Flughafen Frankfurt-Rhein-Main, 14.17 Uhr. Vom zentralen Tower erfolgt die Starterlaubnis für Flug CX-288 nach Hongkong. Beginn für einen neuen Einsatz zwischen Himmel und Erde. In Kugahara, der japanischen Missionszentrale, ist es bereits 20.17 Uhr und damit Zeit für die letzten Vorbereitungen, die dem Besuch aus Deutschland gelten, der in gut 20 Stunden hier landen wird. Doch er hat sich inzwischen an Bord neu gestärkt, bei chinesischen Spezialitäten à la carte. Danach nutzt Ernst Vatter die Zeit für einen Berg unerledigter Akten, ein paar Kapitel im Buch und ein kurzes Nickerchen. Doch gedanklich ist er immer noch in Bad Liebenzell, bei den offen gebliebenen Fragen und dem Missionsfest am zurückliegenden Wochenende. Sechstausend Besucher kamen auch diesmal wieder, wie jedes Jahr an Pfingsten und im Herbst, und erlebten damit eine Großveranstaltung besonderer Art. Denn aus den unterschiedlichen Missionsgebieten rund um den Globus informierten die jeweiligen Missionare auf Heimaturlaub über ihre Aufgaben und Erlebnisse, quasi aus erster Hand. Mit dabei auch besondere Gäste, wie beispielsweise Pastor Sugisaki, der Leiter des japanischen Gemeindeverbandes, den Ernst Vatter bei der bevorstehenden Inspektionsreise besuchen wird. In Japan wohnen über 110 Millionen Menschen. Und wenn wir prozentual ausdrücken, wie viele es Christen sind, dann müssen wir sagen, Katholiken inklusive, kaum 1% der Bevölkerung in unserem Land. Und die Arbeit der Verkündigung ist in Japan immer noch notwendig. Jesus hat sich um ein verlorenes Schaf gekümmert. Aber denken Sie dran, in Japan sind 9 Schafe verloren. Um die haben wir uns zu kümmern jetzt. Wir als Liebenzeller Mission haben heute 197 Missionare auf den verschiedenen Missionsfeldern. In Japan, in Taiwan, in Bangladesch, in den Vereinigten Staaten von Mikronesien, Republik Palau und dann in Papua-Neuguinea. Wir haben auch Liebenzeller Mitarbeiter in Kanada.
22 Stunden später. Nach einer kurzen Akklimatisierungsphase bei seinem langjährigen Missionskollegen Arthur Kunz in Kugahara beginnen für Ernst Vatter die ersten Gespräche und Verhandlungen. Knapp 10 Tage hat er Zeit für die Lösung drängender Fragen, die teilweise schon seit längerem auf die Beantwortung durch den deutschen Missionsleiter warten. Dazu zählt auch der Gedankenaustausch mit den rund 40 Missionaren, die ihren Missionsinspektor in der Regel nur alle 2 Jahre zu Gesicht bekommen und ihn deshalb erst einmal mit einem japanischen Ständchen willkommen heißen. Arbeiten wir nun später mit diesem Gemeindeverband als Mission zusammen, das ist das Problem. Und wir haben ja schon lange darüber diskutiert, wir sollten als Mission heraus aus dem Gemeindeverband und wieder mehr Eigenständigkeit bekommen. Dann geht es auch beim Missionarstreffen in Toride schnell zur Sache. Horst Weipert, seit 25 Jahren als Japan-Missionar aktiv, formuliert die Kernfrage. Wie können wir als Mission mit den anderen Gemeindeverbänden in Zukunft besser kooperieren, intensiver zusammenarbeiten? Das Problem ist vielschichtig. Sachverstand und Entscheidungskraft sind gefragt. Vor allem, wie denken die betroffenen Missionare? Im Blick auf die Zukunft ist es in Japan so, dass wir besonders neue Gemeinden gründen wollen. Das ist unser Hauptproblem. Anliegen, entweder Missionare allein oder zusammen mit japanischen Evangelisten. Das ist gleichgültig, welche Methode auch immer. Aber es gibt in Japan noch 6000 Dörfer ohne das Evangelium und hier ist ein weites Feld. Gleichzeitig aber rückt immer mehr die Großstadt und die Randbevölkerung der Großstädte im Mittelpunkt. Und hier möchten wir Methoden entwickeln, besser an diese Leute ranzukommen, die so isoliert und in sich abgeschlossen leben, um diese wirklich mit dem Evangelium zu erreichen, denn sie sind ja total entwurzelt. Sie haben die Probleme der Großstadt genauso wie bei uns hier in der Bundesrepublik. Das ist unser größtes Anliegen. Gerade um die Zukunftsperspektiven der Missionsarbeit geht es in der Sitzung des japanischen Gemeindeverbandes in Tokio. Die beiden Verhandlungsführer, Pastor Sugisaki und Ernst Vatter, der heute noch fließend Japanisch spricht, kennen nicht nur sich persönlich gut, sondern auch die lokale Situation seit vielen Jahren. Nach gut 6 Stunden sind die wichtigsten Punkte besprochen. Es folgt eine Einladung zum privaten Fischessen. Roher Fisch, versteht sich. Eine echte Delikatesse. Und zudem Ernst Vatters Lieblingsgericht bei seinen Japan-Besuchen. Seine einheimischen Freunde wissen das schon. Was ich sehr vermisse bei den Reisen, ist die Begleitung von meiner Frau. Ich würde es mir wünschen, dass das öfters möglich wäre, dass sie Zeit hat für die Frauen. Und ich selber auch einen Gesprächspartner hätte, wenn man so tagsüber vieles besprochen hat, dass man es abends mit der Frau noch mal reflektieren könnte, miteinander beten. Ich habe hier den Eindruck, dass das sehr gut wäre. Seit 35 Jahren ist Ernst Vatter mit seiner Frau Sigrid verheiratet. In den ersten 10 Jahren ihrer Ehe waren beide als Missionare in Japan. Ein Lebensabschnitt, dem sie heute noch manches Mal nachtrauern. 20 Jahre wohnen sie jetzt schon in der Schwarzwaldgemeinde Kalf, rund 10 Kilometer von Bad Liebenzell entfernt. Und dort gibt es auch für Sigrid Vatter eine Vielzahl von Aufgaben und Verpflichtungen. Neben Gemeinde- und Frauenarbeit zählen die Flötenstunden mit Nachbarskindern eher zu den entspannenden Aufgaben. Bring mir, Vater, diese Speise unserer Kraft und dir zum Preise. Amen. Na denn, guten Appetit. Danke, ebenfalls.
Die vier Vaterkinder wurden allesamt in Japan geboren, gehen jedoch seit Jahren schon ihre eigenen Wege. Der älteste, Norman, von Beruf Chemieingenieur, lebt heute mit seiner Frau und fünf Kindern in der Pfalz. Iris und Evelyn, beide Krankenschwestern, haben bereits erste Missionserfahrungen in Afrika gesammelt. Und die vierte im Bunde, Annette, engagiert sich gemeinsam mit ihrem Mann in Japan im Gemeindeaufbau. Doch so harmonisch das Familienleben heute auch scheint, ohne Probleme und tiefgreifende Schwierigkeiten ging es in den vergangenen 30 Jahren nicht ab. Gleich zu Beginn, im ersten Heimaturlaub, trat eine tiefe Krise ein. 1958 kam ich in den ersten Heimaturlaub. Und jeder beneidete mich wegen meiner schönen dunklen Farbe. Ich hatte also dunkelbraun im Gesicht. Und jeder dachte, man schön gebräunt von Japan. Keiner dachte, dass dahinter was ganz anderes steckt. Hier in Deutschland nahm zunehmend der Appetit ab. Ich konnte nimmer gerade gehen. Ich wurde eingeliefert ins Krankenhaus. Und die Ärzte waren ratlos. Absolut ratlos. Ich war zuerst in einer Privatklinik und kam dann später ins Tropenheim nach Tübingen. Die Kräfte schwanden und ich wurde immer schwächer. Viele Brüder haben mich besucht, meine Familie, Frau und zwei Kinder damals täglich. Und ich wusste, wenn Gott nicht eingreift, werde ich sterben. In der Zwischenzeit hatten die Ärzte auch herausgefunden, dass ich die Addison'sche Krankheit habe, wo die Nebennieren wahrscheinlich mit TB zerstört sind. Ich sank dann ins Koma und alles, was ich jetzt sage, hat meine Frau mir später erzählt, ist ja klar. Und da erzählte sie mir, dass mein Vorvorgänger in der Aufgabe hier, Herr Pfarrer Hertel, vom Flughafen in Echterdingen weggerufen wurde, mich doch als sterbenden jungen Missionar zu besuchen. Die Familie war versammelt, Verwandte waren versammelt in dem Einzelzimmer, wo ich lag. Und er hat alle gebeten, das Zimmer doch zu verlassen, außer meiner Frau. Und dann betete er mit meiner Frau über mir. Und es bewegte mich schon sehr, als meine Frau sagte, wer unter anderem betete, Herr, ich bin jetzt 70, ich bin bereit zu sterben, nimm mich doch anstelle dieses jungen Missionars, der erst 29 Jahre alt ist. Und zwei Tage später etwa bin ich wieder aufgewacht, Punkt 12 Uhr, und Gott hat Gebet so erhört. Ich muss dazu sagen, Gott muss nie, er kann. Er hat mich aber nicht ganz gesund gemacht. Denn nach langwieriger Einstellung in der Klinik lebe ich ja jetzt schon 29 Jahre mit täglicher Cortison-Dosis, welche mir hilft, den Dienst, den ich jetzt habe, tun zu können. Ich bin dann 1960 zum zweiten Mal ausgereist nach Japan, obwohl der Arzt in Tübingen mir sehr abgeraten hat. Ich wusste aber, das ist mein Weg. Gott hat mich wieder nach Japan gerufen. Ich hatte damals 3000 Tabletten in meinem Handgepäck dabei, Cortison. Und der Pfarrer Hertel hat mich damals verabschiedet zur Wiederausreise nach Japan und hat sich natürlich dabei riesig gefreut, dass ich wieder einsatzfähig bin in Japan. Und in Japan hatte ich fast keine Probleme, nur musste ich immer die Cortison aus Deutschland beziehen, da ich die Herstellerfirma nicht wechseln durfte. Die Beziehungen, die Ernst Vater damals geknüpft hat, dauern zum Teil bis heute an. Mit Pfarrer Goto, dem Leiter der Bibelschule in Tokio, verbindet ihn seit gut 30 Jahren ein freundschaftliches Verhältnis. Goto war früher Pfarrer in der Nachbargemeinde und Vorsitzender des Gemeindeverbandes. Heute unterrichtet er gemeinsam mit Pastor Ido Gaki die angehenden Pastoren in Homiletik und Altem Testament. Doch dann drängt für Ernst Vater die Zeit zum Abflug. Um 16 Uhr geht die Maschine nach Taiwan. Weitere Verhandlungen stehen dort auf dem Programm.
Zeitung am folgenden Morgen. Nach einer kühlen, verregneten Woche in Japan wartet Taiwan mit feucht-tropischen Temperaturen auf. In der Missionszentrale an der Chongqing Lane wird Ernst Vatter mit einem Stapel akuter Fragen konfrontiert. Der örtliche Feldleiter Gerhard Maurer ist ein alter Hase in Sachen Taiwan. Er kennt die Missionsarbeit seit 26 Jahren. Sie sehen würde, denn Sie sind ganz nach dahin orientiert und sehen gar nicht, dass auch was anderes da ist. Ne? Kelly, ich habe nur gedacht, hier, man müsste vielleicht überlegen, ob man den Satz hier, Punkt A. Und dann geht's weiter quer durch Taichung zu einem Kurzbesuch bei den anderen Missionaren. 10 der 12 Taiwan-Missionare arbeiten in dieser zweitgrößten Stadt Taiwans mit rund 700.000 Einwohnern. Fast jeder dritte Stadtbewohner besitzt ein Motorrad. 200.000 Zweiräder sind offiziell zugelassen. Einer der motorradfahrenden Missionare ist Theophil Jetter, erst seit 1987 im Land und daher besonders erfreut über den mitfahrenden Chef auf dem Sozius. Wir sind in Ländern, wo die Sprache oft sehr schwer ist. Und da braucht es Jahre echten Mühens und Lernens. Immer wieder die Probleme mit den Kindern, weil es ja fast keine deutschen Schulen gibt. Wir haben daher ein Schülerheim in Japan. Und da kommt das Problem der Trennung Eltern-Kinder, wo jede Familie selbst entscheiden muss. Dazu kommt als Problem das Hineinfinden in die Kultur, in die Denkweise der Menschen, die der Missionar mit dem Evangelium erreichen will. Um das Engagement der einzelnen Missionswerke besser zu koordinieren, wurde vor 20 Jahren die AEM gegründet, die Arbeitsgemeinschaft Evangelikaler Missionen, der Ernst Vatter seit 16 Jahren vorsteht. Ich fahre gerne Auto. Und bei den vielen Fahrten, die ich machen muss mit Diensten und Sitzungen, ist das gut so. Unter anderem gehört natürlich auch die Arbeit der Arbeitsgemeinschaft Evangelikaler Missionen dazu, der sogenannten AEM. Ich schätze diese Gemeinschaft unter den Missionsgesellschaften, die das biblische Missionsinteresse vertreten, ungemein. Unsere Hauptaufgabe besteht darin, das biblische Missionsverständnis zu pflegen. Dazu kommen die praktischen Hilfeleistungen untereinander, die ja nicht unwesentlich sind. Dazu kommen auch gemeinsame Aktionen. Zum Beispiel Hilfe für Brüder und so weiter. Einer der wichtigsten Brüder war und ist für Ernst Vatter von Anfang an Missionsdirektor Lienhard Pflaum. Seit 1968 stehen die beiden Männer in der Verantwortung für die Liebenzeller Mission. Pflaum ist für das Seminar und das Gesamtwerk verantwortlich, Vatter für die Belange der äußeren Mission. Beiden Missionsleitern wurde im Dezember 1988 eine ungewöhnliche Anerkennung zuteil. Die Biola-Universität in Kalifornien verlieh ihnen den Ehrendoktortitel Doctor of Divinity. Zurück nach Taichung. Dort haben sich mittlerweile die Missionare zu einem Abschiedsessen mit Ernst Vatter eingefunden. Der Rückflug ist für den späten Abend geplant. Denn am Tag nach der Rückkehr stehen bereits Vorstandssitzungen in Bad Liebenzell auf dem Programm. Ich habe mich wohl gefühlt, habe mal wieder gesehen, wie die Gesellschaft sich hier auch verändert. Auch wie die Pastoren älter und reifer werden. Auch das fällt mir auf. Ich habe heute Morgen ein Gespräch gehabt mit einem, der uns in Liebenzell besucht hat. Und war doch beeindruckt, wie die denken. Mal völlig abgesehen von anderen Dingen. Da habe ich denken müssen, dass wir auch als Missionare ihnen dann gewachsen sind. Und dann heißt es, auf Wiedersehen bis zum nächsten Mal. Irgendwann in 1-2 Jahren, wenn seine Hilfe, seine Entscheidungen vor Ort wieder notwendig werden. Der Anspruch, Gottes Botschafter in der Welt zu sein, gibt manchmal das Gefühl des Versagens, dass man dem doch nicht ganz gerecht wird. Und wenn man vor Fragen, vor neuen Aufgaben steht, da
da kommen sie oft sehr, sehr klein vor. Und ich muss sagen, je mehr ich über die Aufgabe nachdenke, desto mehr werde ich einfach von der Führung und von der Hilfe unseres Herrn Jesus abhängig. Aber in dieser Abhängigkeit jetzt möchte ich auch immer den Mut haben, neue Aufgaben anzugreifen, im Glauben Dinge zu wagen. Und ich habe in meinem Leben 40 Jahre in der Mission jetzt erfahren, dass wenn wir im Willen Gottes sind, der Herr auch zu Glaubensschritten all das gibt, was man braucht. Türen öffnet, Geld, Freunde und Missionar darreicht. Also hier möchte ich auch Mut haben. Und Mut und Elan weitervermitteln in der Mission.